Guten Abend. In meinem 12. Video Erbe der Urzeit hatte ich anhand von ein paar Beispielen gezeigt, dass das Erbe der Urzeit immer noch in uns modernen Menschen schlummert und unser tägliches Verhalten beeinflusst. Und heute möchte ich anhand von ein paar Beispielen zeigen, wie sich das Verhalten der modernen Menschen in der Vergangenheit ausgewirkt hätte. Zum Beispiel bei einem Vorstellungsgespräch wird ja oft die Frage gestellt, wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Wenn man diese Frage in der Steinzeit gestellt hätte, dann wäre das der Anfang einer neuen Religion gewesen. Oder betrachtet man eine typische Familienszene? Hätte zum Beispiel eine Mutter ihr Kind geschimpft, weil es immer mit dem Wasserhahn spielt? Lass doch nicht immer den Wasserhahn laufen. Und hätte das Kind dann nicht gehört und immer weiter das Wasser laufen lassen, dann hätte die Mutter zu ihrem Mann gesagt, jetzt sag du doch auch mal was, Noah. Oder Beispiel Großprojekte. Wenn die Mentalität der modernen Menschen schon in der Vergangenheit geherrscht hätte, dann wäre zum Beispiel der Turm zu Babel nie fertig geworden. Oder die Chinesen, die hätten eine Mauer gebaut und hätten selbst dafür bezahlt. Oder Alexander der Große, der wäre allein mit dem Fahrrad nach Pakistan gefahren und hätte Vorträge darüber gehalten, um seine Schulden abzubezahlen. Denn er hatte ja mit diesem Schwert den Knoten zerschlagen und wäre dafür von einem New Yorker Bezirksgericht zu 2 Millionen Dollar Schadenersatz verurteilt worden. Oder die Römer, die wären über die Alpen gekommen in Sandalen. Und in der Römerzeit wären Vestalinnen von Haustür zu Haustür gegangen und hätten gefragt, ob sie über Vesta erzählen dürfen. Und wenn man dann einen Termin ausgemacht hätte, dann wäre ein älteres römisches Ehepaar vorbeigekommen und hätte über Jupiter erzählt. Und der Schwede Brutus mein Sohn, der hätte den Eurovision Song Contest gewonnen, statt Julius Caesar zu ermorden. Elternverbände hätten protestiert, wenn jemand übers Wasser gelaufen wäre oder Wasser in Wein verwandelt hätte, denn das wäre ja ein schlechtes Vorbild für ihre Kinder gewesen. Und Jugendliche überall auf der Welt hätten jahrhundertelang RPG-Games gespielt, ohne Computertechnik. Die Völkerwanderung wäre in Österreich zu Ende gewesen, wenn jemand gewusst hätte, wo Österreich liegt. Karawanen und Siedlertrecks wären viel sicherer gewesen. Die hätten alle einen extra Wagen dabei gehabt für das dicke Buch, in das die Unfälle eingetragen werden, für die Berufsgenossenschaft und eine Pflasterbox und einen Feuerlöscher. Aber ich habe jetzt eins vergessen. Die Menschheit wäre ja schon längst ausgestorben gewesen. Denn Noah hätte für seine Arche ja überhaupt keine Baugenehmigung bekommen. Das war's dann auch schon für heute. Guten Abend.